sitzen schon seit geraumer Zeit, seit wie vielen Stunden, oder knapp 6 Stunden im Auto, sind jetzt kurz vor Leipzig und es geht mal wieder nach Most zum dritten Lauf der IG Königsklasse. Der erste war ja in Assen, habt ihr ja gesehen, hat gut funktioniert für mich, zweimal zweiter Platz. Schleiz hatte ich ausfallen lassen und jetzt sind wir dieses Wochenende in Most. Bin sehr gespannt. Most hat irgendwie neuen Asphalt bekommen, so habe ich gehört, über den Winter. Und mal gucken, wo, an welchen Stellen, weil es waren ja schon Teile neu asphaltiert. Also bin wirklich gespannt, wie es jetzt läuft. Und das Schöne ist, dieses Wochenende sind wir mit dem schleifenden Knie vor Ort als Veranstalter. Und wir haben am Freitag, also morgen, haben wir Prüf- und Einstellfahrten, so heißt es. Das heißt, wir haben 4 oder 5 freie Turns zum Testen und einfach fahren. Und ab Samstag geht dann das offizielle Training und Quali und Rennen so los. Ne? Also reichlich Fahrzeit, Wetter sieht sehr gut aus, hoffentlich bleibt so. Haben sich so ein paar Gewitter angekündigt, aber es ist warm, 30 Grad gerade fast, ja. Und ich bin guter Dinge, dass es funktioniert. Ich werde natürlich vor Ort wieder berichten, wie es läuft. Und ja, wir fahren jetzt noch die letzten 2 Stündchen, bis wir da sind. Und ansonsten bis später vor Ort. Ciao. So, jetzt sind wir kurz vom Grenzübergang hier Marienberg, Zschopau. UMZ herkommt. Ne? Und früher sind wir hier mit dem T4 hochgekachelt, mit Anhänger hinten dran, Wohnwagen dran. Erst in den ersten Gang. Dann haben wir die Scheiben runtergemacht, die Heizung voll aufgedreht. Ja, Karre ist warm geworden. Scheiben runter, Heizung voll auf warm. Und das hat funktioniert. Und dann hier hoch mit dem schönen 2,4 Liter AAB 78 PS Diesel. Aber mit nachgerüstetem Cut. Ja, das hat wahrscheinlich nur 65 PS. Ja, aber hat funktioniert. Ja. Wir sind angekommen und nach Hause. Abenteuerlich. Aber schön hier. Was war das nochmal für ein Gebirge? Ist das hier Erz? Erzgebirge? Nee, das ist right. Das war nicht. Wo ist das hier? Jetzt. Ups, da, ein Z-Werk. Zschopau. Da kamen sie her, die ganzen MZ. Schön. Jetzt Bowling. Super. Kein MZ mehr. Schade. Endlich sind wir da. Süßer, du musst anstehen. Guck mal. Meine Güte, hier ist aber was los. Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Diesmal haben die das wirklich wahr gemacht.
Ja, guten Morgen, Freunde aus Most. Es geht gleich los in 12 Minuten ins erste Training. Gestern hatten wir 4 freie Trainingsturns. Einer ist davon leider ins Wasser gefallen. 2 wurden kurzfristig abgebrochen. Also war okay zum Reinkommen, so, aber war nicht so viel Fahrzeit. Aber heute geht es jetzt offiziell los mit dem ersten Training aus Most vom 3. IG Königsklasse-Lauf. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, wir haben traumhaftes Wetter. Hier hinten der schöne IGK-Bogen, ne? Alles ist am Start, alle Leute sind glücklich und haben Spaß. Es geht gleich los, Onboard ist drauf, wir nehmen wieder so ein paar Onboard-Aufnahmen für euch und ja, würde sagen, geht jetzt los, bis später.
erstes Training, erstes Quali sind gut gelaufen. Und wie ihr sehen könnt, machen wir jetzt noch eben frisches Gummi drauf. Bridgestone jetzt. Ich fahre ja jetzt noch Pirellis aus Assen. Und jetzt kommen die Bridgestones hinten wie vorne drauf. Bin gespannt, weil den Bridgestone, den bin ich auf der Felge noch nie gefahren. Das könnte gut werden. Zeiten sind immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Aber mit 54 irgendwie 6 oder so ist schon okay. Bestzeit von mir war ja, glaube ich, hier eine 52 irgendwann mal. Aber 54 ist schon in Ordnung. Ne? Wir stehen auch relativ weit vorne. Der Daniel Kämmerling, der steht, glaube ich, sogar noch einen Ticken vor mir. Ja, der fährt ziemlich gut, der Bursche. Und mal gucken, wie es mit neuen Reifen laufen wird. Also jetzt wechseln und dann haben wir noch ein Quali und dann heute Abend sogar schon das erste Rennen. Also heute ist tough, gut durchgetaktet. Ne? Aber jetzt wird das was.
Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, am Schrauben, zweites Quali war nicht erfolgreich. Grande Malheur. Ja. Moped ist festgegangen. So sieht die Kerze aus. Nicht sehr vielversprechend und ja, leuchte mal unten rein. Dann sieht man, was passiert ist. Ja, also ist der liegende Zylinder mal wieder betroffen. Most und gelbe Rakete werden keine Freunde, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, wie der liegende aussieht. Jedem den Kopf abschrauben. Ach, der stehende, ob der auch irgendwas hat. Aber der dürfte hoffentlich in okay sein. Liegender ist ziemlich ramponiert. Wir schauen mal. Der ist in Ordnung. Obwohl da zu verrußt ist? Ja, das ist normal. Okay. Ja, wer sieht's? Ja, nichts, dann machen wir mal den Dings ab. Ja, Freunde, und so sieht's aus. Mal was Neues. Kolben gebrochen. Das ist der Rest, das dann hochgedrückt wurde, hochgespült wurde. Ne? Sieht ziemlich scheiße aus. Zylinder sieht auch nicht so optimal aus. Auch wenn das viel nach Auftrag aussieht, vielleicht könnte man mit Honen irgendwas machen, aber ja, hier nicht mehr. Somit ist Assen. Mal wieder Assen vorbei. Most, entschuldigen. Ja, so ist das. Scheiße gelaufen. Bis später. So, Freunde, wir versuchen jetzt den Zylinder vom Alu-Auftrag zu befreien. Ja, da ist ja jede Menge Aluminium-Auftrag, wie wir sehen können. Und vielleicht klappt das hier. Ich habe von einem Mitglied Salzsäure bekommen. Salzsäure hier, steht auch Gift drauf, ne? Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob das geht und ob der Zylinder vielleicht noch zu retten ist. Gibt's doch gar nicht. Lass mal ein Stückchen mit Bahn rein. So, Freunde, wir packen zusammen. Ja, leider habt ihr gestern gesehen, ist Projekt Most nicht erfolgreich gewesen. Schon wieder nicht, wie letztes Jahr nicht. Aber diesmal ist es was anderes. Zum Glück keine Zündung. Und wo ist die Kiste? Hier. So, das ist die Ausbeute von dem kurzen Wochenende. Gebrochenes Kolbenhemd. Dann hat er alles hochgedrückt und hier natürlich komprimiert. Der Kopf ist leider auch etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, also die Kalotte. Ne? So sieht das Ganze aus. Nicht so schlimm, aber auch kacke. Und der Zylinder natürlich, ja, der hat auch ein bisschen was abbekommen, wie man sehen kann. Ich habe zwar schon gestern mit der Salzsäure vom Andreas Götting, er hat mir Salzsäure gegeben, habt ihr auch gesehen, habe ich das Ganze so ein bisschen den Alu-Auftrag entfernt oder entfernen wollen. Ging auch ganz gut, aber unter dem Auftrag sind auch so ein paar Risse in der Beschichtung und ja,
Somit fahren wir jetzt heim. Das lässt sich jetzt hier vor Ort nicht mehr richten. Und ja, passiert. Hat er jetzt lange gehalten, war Veranstaltung. Ne? Beide Krümmer sind auch gerissen. Also die Jim Lomas Edelstahlkrümmer sind wieder angerissen am Flansch, so wie letztes Jahr in Oschersleben. Das bedeutet, dass ich da auch irgendwie gucken muss, dass ich was anderes nehme. Und ja, hätte schön werden können. Wir haben die Rakete auf Pol positioniert für beide Rennen. Wir wären von Pol ins Rennen gegangen. Hätte auch, glaube ich, zeitentechnisch gut geklappt, da mitzufahren, vielleicht sogar auch zu gewinnen. Aber vielleicht ist auch nur vielleicht. Und somit hauen wir jetzt ab. Bis bald, alles Gute und wir werden berichten, wie es weitergeht. Ciao.